Freunde, wir gehen jetzt einfach rüber und Hans und Vicky bekommen die Schlüssel fürs Häuschen. Das bildest du dir ein. Nein, hä? Jetzt kicken aber auf jeden Fall meine Gelüste. Wir machen die Arbeit, die irgendwie niemand machen will, habe ich das Gefühl. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe auf jeden Fall gestern gemerkt, dass ich zu viel getan habe. Guten Morgen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bei uns ist hier heute wieder richtig, richtig schönes Wetter. Ey Leute, wir haben November, beziehungsweise heute den 31. Oktober, Halloween. Aber irgendwie gefällt mir das. Es ist so richtig, richtig herbstlich. Es ist kühl draußen, aber trotzdem in der Sonne so schön. Ah, ich mag das Wetter aktuell sehr. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wenn ihr euch das hier anschaut, könnt ihr euch vielleicht schon denken, was heute ansteht. Und zwar bekommen wir heute neue Nachbarn. Woohoo! Ich mache uns gerade kurz ein bisschen Mittagessen, bevor die neuen Nachbarn gleich eintrudeln. Leute, Hans und Vicky ziehen heute neben uns ein. Heute ist die Schlüsselübergabe. Wir sind alle schon richtig aufgeregt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es Hans und Vicky gerade geht, weil ich weiß, wie es uns damals ergangen ist, als wir die Schlüssel bekommen haben hier für das Haus. Und ich weiß, wie aufgeregt ich gerade bin. Und ich bin ja nur die Nachbarin. Ja, die zwei kommen gleich vorbei. Wollte uns aber, wie gesagt, jetzt kurz noch was zum Mampfen machen, denn wir zwei haben schon richtig, richtig Hunger. Leute, die Wraps sind richtig krass geworden. Ich weiß nicht, ob es an der Schwangerschaft liegt, aber irgendwie schmeckt mir in letzter Zeit alles so gut und irgendwie viel intensiver und ich nehme alles so viel genüsslicher wahr. Also immer, wenn ich irgendwas am Essen bin, denke ich mir so, das ist jetzt wirklich das Beste, was ich hier gegessen habe. Und dann gibt es eine Mahlzeit später. Okay, nein, das ist jetzt das Beste. Also es ist alles so lecker. Ich habe Falafel-Wraps gemacht. Geil. Solltet ihr übrigens mal ausprobieren. Ich finde Falafel so geil. Aber auch nicht jedes Falafel, muss ich sagen. Also wenn ihr Falafel probiert und es schmeckt euch nicht, probiert nochmal woanders Falafel. Weil ich finde, Falafel muss gut sein. Wenn sie nicht gut ist, dann kann sie das komplette Gericht versauen. Aber das ist sehr gute Falafel. Und habe ich leider erst für mich entdeckt, seitdem ich vegetarisch bin. Habe ich früher irgendwie nie, weiß ich nicht, ich dachte, das wäre irgendwie so ein vegetarisches Ding und habe es nie ausprobiert. Aber das kann man natürlich auch essen, wenn man nicht Vegetarier ist. Also probiert es gerne mal aus. It's very, very lecker. Falafel-Döner auch richtig geil. Mhm. Mm. Genau. Dazu eine Eiskalte. Hä? Wie nennt man das? Apfelschorle. Eine eiskalte Apfelschorle. Geil. Eiswürfel Kühlschrank ist übrigens ein Gamechanger. Der Wahnsinn. Mm, wow. So sieht das aus, Freunde. Was denn? Dann kommt er und klaut mir mein Essen. Aha. Nein, ich habe ihm was angeboten. Keine Sorge, er klaut der Schwangeren jetzt nicht ihr Essen. Oh. Da ist man sich bei ihm nicht so sicher. Mhm. Übrigens, hast du schon im Vlog erzählt, Schatz? Nein. Hm? Ach so. Ja. Ja. Während du den Rap jetzt reinschaufelst, darfst du das gerne mit Stolz verkünden. Wir müssen einmal kurz innehalten und sacken lassen, was ich jetzt gleich sage. Trommelwirbel. Hier eingeblendet. Ich hab 90 Kilo geknackt, Leute. Hey. Ich hab gesagt, jetzt reicht. Aber er will ihn noch weiter abnehmen. Ja, isst den mal. Das ist sehr gut. Ich muss jetzt wieder ein bisschen dich stopfen. Nee, nein, danke. Guck mal, das Ding ist, ich hätte ja vorher auch nicht, als ich angefangen habe abzunehmen, auch nicht gedacht, dass ich mal bis auf unter 90 Kilo komme. Mhm. Und vor allen Dingen auch nicht, dass ich dann noch nicht happy bin. Mhm. Aber was soll ich machen, wenn am Bauch noch fett ist? Das bildest du dir ein. Nein, hä? Außerdem, solange mein Coach sagt, alles ist im grünen Bereich, ist alles im grünen Bereich. Dein Coach ist auch nicht mehr ganz jung. Oh, ne? Der muss auch trainieren bis zum Gehen. Hier, Alter, was denn? Wo? Ja, genau. Wo? Super. Ja, hier. Das ist doch toll. Ja, also. Reicht doch. Ja, wie, jetzt reicht doch. Ja, okay, aber ich darf doch jetzt noch das Fett am Bauch wegkriegen, oder? Ja, natürlich. Aber nicht so viele Muskeln. Ich mag nicht so viele Muskeln. Ja, ich weiß. Ich habe schon aufgehört, Beine zu trainieren. Habe ich meinem Coach auch schon gesagt. Er sagt, wie, du trainierst keine Beine mehr. Ich sage, ja, meine Frau mag das nicht. Und guck mal hier, hier sind ja schon so, das sind jetzt keine fetten Muskeln, aber hier ist ja schon so definierte Sachen und so. Ja, nicht, dass du jetzt irgendwann sagst, ey, ne? Kobi möchte ein Sixpack haben. Einmal in meinem Leben. Ich möchte kein Sixpack. Es muss kein Sixpack sein. Also dieses, ne? Aber ich liebe dich mit allem, Schatz. Ich weiß, aber da, ich guck mal, und das Krasse ist, du hast es doch schon bewiesen. Ich meine, ich habe mal 37 Kilo mehr gewogen. Ja. Also, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich dich mit Sixpack lieben würde. Nein, wenn du unbedingt jetzt möchtest, dann mach das. Aber nur so ein ist jetzt schon so hart alles. Es reicht. Du siehst so wunderbar aus. Danke. Du siehst toll aus.
Was war denn dein Höchstgewicht? Wir haben das ja nie gemessen irgendwann, aber was auf der Waage war? Das gemessene waren irgendwas mit 127 irgendwas. 127, jetzt bist du bei unter 90. Das ist krass. Wir haben es letztens schon gesagt, ich nehme immer mehr zu, komme immer mehr ab. Irgendwann sind wir nur noch, je nachdem, wenn wir denken, wie viel ich in der Schwangerschaft zunehme, sind wir 15 Kilo auseinander. Krass, ne? So, jetzt kriegen wir mal Schluss. Achso, ich habe nur den halben bekommen. Ja. Nein, ich möchte nur noch eine Hälfte. Kannst du ein Messer holen, dann können wir noch mal halbieren. Okay, hier. Danke. Kann ich was trinken? Ja. Danke. Was ist das? Apple Juice? Apple Juice, ja. Jetzt trinkt er noch mal ein Glas. Oh, ich werde viel verrückt, Leute. Wo sind sie? Hallo, guten Morgen, Nachbarn. Hallo, Nachbarn. Hallo, Nachbarn. Hallo, Nachbarn. Schönen Sonnenschein haben wir für euch vorbereitet. Ja, perfekt. Ja. Perfekt, um genau. Oh Gott, Freunde, wir gehen jetzt einfach rüber und Hans und Vicky bekommen die Schlüssel fürs Häuschen. Dann sind sie offiziell unsere Nachbarn. Oh Gott. Und let's go, Juli, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, Juli? Er denkt sich jetzt so, hä, warum darf ich hier rein? Aber nicht Juli. Hat der Juli einen großen Garten? Was ist hier los? Au, er riecht bestimmt den anderen Hund. Ja, ein Vorteil, dass unsere besten Freunde nebenan ziehen, ist natürlich, dass die das Eckhaus haben. Unser Haus ist das hier. Und das Eckhaus hat einen riesen Garten. Und ich glaube, Juli appreciated es. Baumarkt. Oh, Timbo, hallo. Hallo. Oh, Hans, hallo. Hallo. Oh, Frau Mahoney, hallo. Hallo. Oh, Vicky, hallo. Ich möchte kurz was sagen. Oh, Vicky's Dad, hallo. Ich bin sehr stolz auf Vicky, sie hat gerade 100.000 auf Instagram. Habe ich auch der Frau erzählt, die uns gerade die Currywurst macht, aber Vicky wollte das nicht. Okay. Ich habe meinen Namen gehört. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, wir waren bei einem örtlichen Baumarkt, um noch ein paar Utensilien für morgen zu holen. Und jetzt gibt es für alle Currywurst Pommes. Geil. Ja. Auf Vickys, ne? Oh, danke. Bei den wunderschönen guten Morgen. Es ist der 1. November und damit... Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, you saved me from tears, I gave it to someone special. Und auch der erste Tag, an dem Hans und Vicky unsere Nachbarn sind. Freunde, es ist einfach soweit, ne? Das ist wirklich, das ist crazy. Frau Mahoney hat gerade eine Kleinigkeit zu Frühstücken gemacht. Ich habe mir gerade einen Eiskaffee gemacht. Mein Frühstück am Morgen. Betreibt Hunger und Sorgen. Und heute ist den ganzen Tag Baustelle angesagt. Bin mal sehr gespannt. Also ich werde mich heute mit einem Kollegen um die Elektronik kümmern, weil Hans noch so ein, zwei Sachen mit Steckdosen gemacht haben möchte und so. Aber danach bin ich echt gespannt, was wir überhaupt tun können, ne? Weil wenn nur streichen ist, ist es halt streichen. Und streichen tut Hans selber mit der Pistole. Und das ist auch nichts, wo man helfen kann. Ja, wir können halt so die Harry Potter Kammer dann streichen. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall gestern gemerkt, dass ich zu viel getan habe. Ja, das stimmt. Mahoney ist wirklich... Ja, ich merke das in den Situationen nicht. Weißt du, es muss mich dann jemand... Ich habe dreimal gesagt, Babe, bitte pass auf dich auf, mach langsam, setz dich hin, ruh dich aus, ja, soll ich dich ins Bett bringen? Ja, habe ich eigentlich, aber irgendwie war es dann, glaube ich, doch zu viel. Ich bin in den Situationen dann immer so, oh ja, jetzt hast du Ruß an der Hand. Ja, ich habe nebenbei versucht, leise die Kerze auszumachen. Du hast den Deckel innen drinnen angefasst. Ja, schade. Ich bin in den Situationen, wenn es soweit ist, dann immer so... euphorisch und will natürlich auch helfen, aber ich habe richtig Ischias, Nervschmerzen. Ich bin die heute Nacht kaum auf Toilette gekommen. Ich bin so richtig gegangen wie so eine alte Oma. Ich habe dich heute Nacht so aus dem Bett gehoben, ja, ne? Das ist süß. Guten Morgen. Hallo. Wow, schaut mal, Leute, der erste Raum ist ich einfach... Ich habe jetzt nicht gefilmt beim Abkleben, weil ich habe gestern schon das hochgeladen. Echt? Ja, bitte nicht in so kleinen Abschnitten. Ach so, oh. Ja, aber es ist einfacher. Ich finde es auch einfacher, wenn man das so klein reißt. Weil ich kann nicht damit arbeiten, wenn man so eine lange Bahn, dann wird es irgendwie nicht gut. Naja, wir Mädels, wir machen es so, wie wir zurechtkommen, Freunde, okay? Es wird schon, Hauptsache wir helfen. So, ja, der erste Raum ist fertig. Hier wird dann gleich als erstes gestrichen. Ja,
wir suchen uns gerade so ein bisschen Arbeit, weil man irgendwie nicht so viel machen kann. Hans macht die meiste Arbeit gleich mit dem Streichen, weil der hat so ein Sprühgerät. Ja, wir machen die Arbeit, die irgendwie niemand machen will, habe ich das Gefühl. Und am Ende sind wir die Schuldigen, wenn irgendwas nicht schön ist. Ich schwöre, gestern. Mädels, was habt ihr denn hier abgeklebt? Und am Ende so, Hilfe. So, schön rühren, Schatz. Rühren. Ja, Cory macht mir jetzt die Farbe fertig. Oben wird nämlich gerade gestrichen. Und ich dachte, ich glaube, er fängt jetzt gerade an. Ich weiß noch nicht, man kann nicht reingucken. Und ich dachte mir, ich widme mich einfach heute diesem kleinen Badezimmer. Ich glaube, das ist die perfekte Aufgabe für mich. Ganz langsam und in Ruhe mache ich hier Stück für Stück. Ja, und guck mal, wie weit ich komme. Das ist mein Raum heute. Auf den werde ich stolz sein. Jedes Mal, wenn ich hier als Gast dann auf Klo gehe, denke ich mir so, und diesen Raum habe ich gestrichen. Ja. Baustelle läuft, Frau Mahoni schläft. Das ist eine super Hilfe. Danke. Wir haben hier unfassbar viel gemacht, mit durch die Wand und Strom verlegt und hin und her. Guckt euch das mal an. Eieieiei. Aber es läuft. Und ich habe sogar das erste Mal selber eine Steckdose festgemacht an der Wand. Richtiger Elektriker geworden. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich sehe wahrscheinlich komplett, ich habe noch nicht in den Spiegel geguckt, komplett verrückt aus, oder? Warner Bros. Arbeitet an einem Game of Thrones Kinofilm. Wo ist das jetzt her? Laut dem Hollywood Reporter arbeiten Warner Bros. Angeblich heimlich an einem Kinofilm, der Drachen und andere bekannte Elemente zurückbringen soll. Bisher wurden nur vorbereitende Gespräche geführt und keine Schauspieler sind mit Projekten. Ja gut, dann dauert es auch noch ungefähr 5 Jahre. Ja. Ja, okay. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Wir melden uns mal nicht von der Baustelle, sondern aus dem Bett noch. Es ist tatsächlich wie viel Uhr? 8.58 Uhr. Ja, und Hans und Vicky waren einfach schon wirklich im Baumarkt, dass sie es wirklich um 8 Uhr im Baumarkt geschafft haben. Ich hab dir gesagt, wenn Hans was sich in den Kopf setzt, dann macht er das. Ich wusste, dass der um 8 Uhr da. Das ist ja verrückt, ey. Ja, wir werden um 10 rüber ungefähr wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann wird fertig gestrichen heute. Das ist das große Ziel, ne? Und oben ist, glaube ich, schon fertig. Also zumindest weiß, weil da können wir Frauen dann schon putzen. Ja, boah, da musst du bitte langsam machen, Engel. Ich mache sehr langsam, ja. Versprochen. Mhm. Okay. Was grinst du so ganz klangheimlich? Ich gucke hier gerade kurz meine Liste durch. Ich habe eine Wunschliste erstellt. Und eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon. Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan davon. Aber ich wurde gestresst von der Familie. Nein. So ein paar aus der Familie haben halt geschrieben, dass... Also, Moment, wo fange ich denn jetzt an? Also wir haben ganz eventuell bald ein kleines Zusammentreffen mit mehreren Leuten. Mit uns und Freunden und der Familie. Auf jeden Fall möchten da ein paar Leute uns gerne was Gutes tun für unser kleines Champion und was mitbringen. Und ich bin da immer so, nein, bringt bitte nichts mit, Hauptsache ihr kommt so. Aber ja, die Familie möchte uns da gerne ein bisschen unterstützen und hat nach einer Wunschliste gefragt. Und wie gesagt, ich mag das eigentlich nicht so, aber sie wünschen sich's halt. Also habe ich jetzt mal was zusammengestellt. Und das ist so eine Wunschliste, das kann man online einfach erstellen. Wo dann, wenn das jemand sich angeschaut hat oder vielleicht sagt, okay, das möchte ich den beiden schenken, dann kann man so auf Abhaken drücken. Also dann wissen die anderen, die das gucken, ah, das hat schon jemand geholt. Weil dann doppeln sich Geschenke nicht. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn man so gerade für ein Baby was schenkt, dann... dass man jetzt nicht vielleicht dasselbe genau kauft. Ja finde ich auch eine super Idee. Ja? Jetzt habe ich hier Sachen, die was teurer sind, Sachen, die was günstiger sind, sodass für jeden was dabei ist und jeder sich was aussuchen kann. Ja, sehr gut. Ja, das können wir euch jetzt noch nicht zeigen, was da so drauf steht. Da gucke ich jetzt mal rein mit Frau Mahoni. Ja. Cory's Monobagger am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und währenddessen gucke ich ein bisschen Big Bang auf unserem Kühlschrank-Fernseher. Wo ganz viele immer fragen, warum haben wir einen Fernseher auf dem Kühlschrank? Na genau deswegen. American Style, damit man während dem Essen an der Küche Fernsehen gucken kann. So, Freunde, ich sitze jetzt im Auto. Die anderen sind im Haus am Streichen und ich musste jetzt nochmal ganz kurz los. Ich sag euch ehrlich, am Umzug, ich habe eigentlich mit nichts ein Problem, aber ich bin in ein paar Sachen halt auch nicht so gut. Also Streichen ist nicht so meine Stärke, klingt dumm, weil es eigentlich so einfach ist, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Und Abkleben finde ich super nervig. Ich bin sehr froh, dass jetzt die beiden Tage heute dann beendet sind und habe dann so Umzug wie Schleppen,
Fahrerei, aufbauen, hin und her, auspacken, solche Sachen, die mir ein bisschen mehr liegen. Ja, hier wird auf jeden Fall, auch wenn wir ja quasi selber gar nicht umziehen, extrem viel Umzugscontent kommen. Ja, aber jetzt ab, ich glaube, Sonntag ist ein bisschen weniger, Montag und Dienstag auch ein bisschen entspannter und dann Mittwoch geht's, glaube ich, wieder richtig los. Ich habe mir auf jeden Fall hier noch einen schönen Eiskaffee gemacht. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey, das ist nicht... Guck dir das mal an. Hier, alles voller Eiskaffee. Mann, ich bin wirklich ein... Ich kann nicht mehr trinken, Mann. Ich werde bald 30 und kann nicht trinken. Aus einem Becher. Ja, ich wollte sagen, ich habe mir einen Eiskaffee gemacht. So, dann wollte ich eigentlich nur einen Schluck trinken. Und sagen, weil ich gestern zu lang gezockt habe. Das heißt zu lang, aber ich habe so lange wie immer gezockt. Nur heute halt früh aufgestanden und deswegen bin ich ein bisschen müde. Naja, muss man durch, ne? Idee ist vor Idee ist. Jetzt gehen wir erstmal kurz in einen örtlichen Baumarkt. Und da haben wir auch schon das Objekt der Begierde. Und zwar so ein Teil, womit man halt Farbe abtropfen kann. Aber halt in der Größe, wo die großen Rollen reinpassen. Hans hat aus Versehen ein kleineres geholt, also eine Nummer kleiner. Da hat die große nicht reingepasst. So ist das, ne, wenn man umzieht. Da muss man auch mal nur so für einzelne Sachen zum Baumarkt fahren. Also ich weiß, es ist Samstag, ne? Aber ich habe es noch nie irgendwo so voll erlebt, außerhalb eines Ikeas. Das ist wirklich crazy hier heute. Ich wollte nur einmal auf Kamera festhalten, dass ich auch was mache. Ich habe nämlich eben gesagt, so, dass ich angebunden habe zu fahren, weil Streichen nicht so meine Lieblingsbeschäftigung ist. Aber, hat sich das geändert? Aber, ja, tatsächlich mit dem Stab macht das richtig Spaß. Weil man so schöne Bahnen ziehen kann, weißt du, so auch ästhetisch. Schöne Bahnen ziehen wie im Schwimmbad? Ja, quasi. Guck mal. Das hat irgendwie was Beruhigendes. Aber wenn man sich immer reden kann mit so einer Kamera, ja. Dann ist das irgendwie nicht so spaßig. Machst du aber auch gut. Danke, du bist es. Für eine Anfänger. Einfach über Video anmachen, dann arbeitest du ja auch weiter. Hey! Ich habe hier auch einen Teil zu beigetragen. Mach aus, ich hoffe jetzt. Oh. Guten Morgen, Freunde. Gut. Ach ja. Ich bin gerade eben rübergegangen. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Ich glaube um 12 oder kurz vor 12. Jetzt haben wir 14:45. Ich wollte mich nur kurz hinlegen, weil es mir irgendwie heute nicht so gut ging. Und jetzt habe ich einfach 2 Stunden geschlafen. Das hat auf jeden Fall auch gut getan, aber irgendwie bin ich heute nicht so on point. Weil es irgendwie so ein bisschen schwindelig und ich habe nicht so Energie. Ja, dann haben auch alle gesagt, ey, geh rüber, schlaf dich aus. Ich habe eh nicht so viel Anstrengendes gemacht die letzten 2 Tage, aber irgendwie war es trotzdem echt anstrengend für den Körper. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall mich gut ausgeruht. Versuche jetzt mal ein bisschen wach zu werden und dann gehe ich mal gucken, was die Chaoten da drüben so treiben, wie weit die gekommen sind. Wow, das gibt mir richtige Umzugsvibes von wo wir damals umgezogen sind. Da haben wir, glaube ich, jeden Tag Pizza bestellt. Wow, die lassen wir uns jetzt schmecken. Ich habe ja Strom gemacht. Leute, dieser Mann hat Strom erzeugt, ja. Kein Feuer. Los, in Händen, ja. War da nichts. Strom. Jetzt liegt da Strom mit Schleiersteckdose. Ja. Nicht dieses, du nimmst Strom, steckst ein, sondern aus Kabel Strom steckst. Also richtig neu gemacht, ja, sehr gut. Und heute ist das Streichen fertig geworden. Obere Etage ist schon geputzt, also Leute, das haben wir uns jetzt verdient. Mhm. Mach mal auf, komm. Dampft es noch, wenn man es aufmacht? Ich hoffe. So, Freunde, hier ist noch krasse Action am Start. Hans und Vicky tapezieren jetzt einfach noch. Die zwei haben die Motivation gefressen dieses Mal. Nee, ich hab auch nicht. Naja, auf jeden Fall wird hier noch krass geactet. Die Wand wird jetzt gleich tapeziert. Können wir ganz kurz festhalten, Leute, dass ihr jetzt unsere Nachbarn seid? Hä? Nee, ich check's auch noch nicht. Ich glaube erst, wenn ihr hier richtig hier wohnt. Selbst dann werden wir es nicht. Wir wohnen einfach. Also. Wir haben vorhin gesagt, dass das Haus hier ist ja eigentlich eine Doppelhaushälfte. Und theoretisch, wenn man es mal so ganz genau nehmen möchte, wohnen wir ja eigentlich im selben Haus. Ne? Es ist halt eine Wand zwischen uns. Aber so grundsätzlich haben wir gemeinsam jetzt ein riesen XXL-Haus. So. Ne? Muss man auch erstmal haben. Nee, ist schon richtig, richtig verrückt. Und wir sind happy. Jetzt kicken aber auf jeden Fall meine Gelüste. Und ich muss ganz schnell einkaufen fahren. Ganz, ganz schnell. Vicky hat eine neue Technik entwickelt zum Farbe entfernen. Schau euch das mal an. Ja, Fleck. Erstmal noch. Juli. Erstmal machst du diesen. Ja. Ja, krass. Aha. Aha. Oha. Zack.
Was? Hä? Und wir haben oben einfach so richtig auf dem Boden gehockt und mit Händen so geschrubbt. Das geht ja viel leichter. Das ist der Putz-Dance-Move. Hä? Ich hab's revolutioniert. Und hier kommt jetzt noch Kalorien. Ja. So. Autoschlüssel hat Kobi mit rübergebracht. Jetzt fahre ich mit Vicky schnell zu Rewe. Man denkt einfach durch die Zeitumstellung, dass es schon so richtig spät ist. Aber wir haben halt einfach erst 19 Uhr. Das ist so krass. Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Ich muss sagen, ich habe schon öfter diesen Moment gehabt, dass ich so Lust auf was hatte, während wir unterwegs waren oder so. Und dann hat man es sich halt eben geholt. Aber ich habe noch... Ich glaube noch nicht den Moment gehabt, dass ich oder Kobi extra... dass wir extra losgefahren sind, was holen. Aber ich habe gelüstet. Auf was? Auf was? Ich zeig's euch gleich. Lecker, lecker. Und zwar sind meine Gelüste. Wo sind meine Gelüste? Oh nein, oh nein, das ist salzig. Karamellisiert? Nee, Karamell. Nein, warte, wo ist denn mein gutes? Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Da Popcorn, ja, das ist ausverkauft, das kann nicht sein. Oh mein Gott. We got it, Freunde. Geil. Ja, dann nehmen wir mal zwei Tüten. Wenn ich alles andere mehr angucke, denke ich mir so, ne. Ich könnte nichts gerade davon essen, außer drei Tüten hiervon. Toll. Brauchst du noch was? Nö, alles gut. Okay. Ruby, Champion, ich bin freut uns. Ich kann nicht warten. Echt? Ja, ich muss es jetzt essen. Oh mein Gott, ich meine gleich, ich finde es gerade so gut. Wow. Jetzt habe ich Bock auf Kino. Und mit Kino einfach? Wie muss ich arbeiten? Oder? Lecken die eh nicht. Oh mein Gott, Leute. Oh toll, bei euch kann man im Auto wenigstens essen. Hans, mhm. Macht mir das nie. Mhm. Du darfst. Greif so viel rein, wenn dir. Okay. Butter? Ja. Bisschen höher? Ja. Wir sind ready, Freunde. In Dreamchen. In Dream Come True. Das hat jetzt original 4 Stunden gedauert. Ne? Echt? Ja. Crazy, ne? Dafür, dass wir so gut durchgekommen sind und hier so richtig gechillt Pizza gegessen haben, hat das jetzt wieder echt lange gedauert. Aber es sieht super aus. Also toll. Ne, Schatzi? So, auf eine tolle Nachbarschaft, Freunde hier. Hallo? Erst mal einen Daumen nach oben da. Du bist so, ich bin frisch geduscht schon. Ihr seid alle voll verschwitzt. Ich danke euch, dass ihr geholfen habt. So, Freunde, tschüss.